Das schlechte Wetter am heimischen Quartier in Danzig konnte dem Bundestrainer die Spielfreude nicht verderben. Der Regen möglicherweise sogar erfrischend nach der Hitzeschlacht gegen Holland. Man merkt, dass man ein bisschen erfahrener ist natürlich in gewissen Situationen. Bei dem Wetter ist es auch mal gut, mit dem Ball sich auszuruhen und den Gegner mal laufen zu lassen und dann effektiv vor dem Gegnertor auftauchen. Und das haben wir getan. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich auch für die nächsten Spiele. Doch bei aller Freude über sauber kombinierte Tore. Nicht nur der Bundestrainer ist längst zur Überzeugung gelangt, dass der Titel nur über die gute Rückwärtsbewegung aller Beteiligten zu gewinnen ist. Für mich ist erstmal wichtig, dass wir defensiv gut stehen, dass wir den Gegner immer wieder attackieren in unserer Hälfte und wie eine Wand dastehen. Nach der zweiten gelben Karte für Jérôme Boateng klafft in der deutschen Abwehrwand nun allerdings eine Lücke. Was das Training der Reservisten zu einer Art Schaulaufen machte, wer nimmt Boatengs Platz ein? Die Optionen sind vielfältig, aber nicht endlos. Ich denke mal, der Miro wird da nicht spielen. Aber man kann Philipp Lahm nach rechts ziehen, Schmelzer links spielen lassen. Man kann, denke mal, Lars Bender rechts spielen lassen. Dreierkette und eine andere offensive Anordnung. Es gilt, die Balance der Mannschaft zu erhalten zwischen defensiver Ordnung und offensiver Effizienz. Für uns ist es schon wichtig, dass wir auch einen Stürmer haben, wo wir wissen, der macht aus eigentlich fast keiner Chance ein Tor. Für das Spiel gegen Dänemark sind das gute Aussichten. Und für das Wetter in Danzig sind sie auch nicht mehr so schlecht in den nächsten Tagen.